Okay, jetzt brauche ich erstmal ganz dringend ein Pokémon Center. Und wir sind in Fuxania City angelangt. Die Stadt werde ich euch gleich zeigen. Bevor ich dann mit der Aufnahme aufhöre. Und ich weiß, dass hier unten natürlich das Pokémon Center ist. Und daneben an ist auch direkt die Pokémon Arena. Aber die mache ich jetzt noch nicht. Die muss erstmal ein bisschen warten, die Arena. Erstmal heilen, ey. Danke. So. Jetzt werde ich gleich nach Prismania City wieder zurückfliegen. Und werde dann weiter nach links marschieren, dass wir dann auf Route... Moment. Moment, Moment. Auf Route 16 landen, genau. Ah, okay, da... Oh, ne, jetzt mal den Epeter, genau. Oh, nein, 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 nein. Ah, ich vertue mich immer. Hier. Mein PC. Möchte ich ja haben. Ablegen, und zwar den EP-Teiler. Jo. So. Was sagt ihr denn so? Westlich von Vertania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga. Der höchsten Instanz für Trainer. Da werden wir auch bald sein. Aber das dauert erstmal noch ein Weilchen. Man kann nicht mit nur einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Ja, darauf achte ich schon, keine Panik. Du studierst die Pokémon? Ja, tue ich. Dann gehe in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon. Oh ja. Und da braucht man auch viel Geduld. Aber das erst in der nächsten Aufnahme dann. So, Textblock. Na, Prismania City, bitte. Und dann konnte man das ja auch schon auf der Karte sehen. Dann gehe ich weiter nach links. Muss natürlich erstmal das zweite Relaxo dann besiegen. Also das werde ich bekämpfen. Obwohl. Nee, ich möchte erstmal die TM verkaufen. Fahrrad. Na gut, dass es jetzt hier ein Pokémon-Markt gibt. Dann verkaufe ich das hier kurz schnell. Nein, in Fuxania City gibt es, glaube ich, auch einen Pokémon-Markt, aber... Nee. Lieber hier. Geht schneller. So, wo ist die TM? Da. Die brauche ich jetzt nicht. Und alles andere behalte ich erstmal, genau. Obwohl, mir fällt gerade ein, die Angel, die normale Angel, die kann ich eigentlich auch erstmal auf meinem PC drauf lassen. Weil die Super-Angel ist ja noch viel besser. Ein Kabaldur habe ich ja mir gefangen. Ja. Dann werde ich das dann auch gleich noch machen. Wenn wir in Fuxania City angekommen sind. Nee, Quatsch. Item. Ich brauche die Pokéflöte. Dann hören wir wieder die schöne Musik. Und dann geht's gleich auf Route 17 weiter. Ja, den Text, den kennen wir ja schon. Aber Relaxo hat natürlich auch eine verdammt hohe Verteidigung. Das könnte jetzt ein etwas längerer Kampf werden, glaube ich. Kopfnuss, Oh, Amnesie. Speziell nimmt zu. Gar nicht gut. Oh nö, doch nicht Erholung. Jetzt schläft es natürlich. Und dadurch ist es auch wieder komplett geheilt. Das ist das Nervige an Relaxo. Schlitzer, komm. Jo, komm, komm, komm. Es ist gleich besiegt. Okay, Blut müsste eigentlich auch dafür reichen. Tötet es auch. So, und auf Route 17... Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es gähnt und läuft in die Berge zurück. Jo. Und auf Route 17 sind auch wieder viele Biker. Das heißt, ich werde wieder Simsala wieder erstmal nach vorne schicken.
So geht's halt am schnellsten. Der Radweg ist eine abschüssige Küstenstraße mit herrlichem Streckenverlauf. Genau. Hä, wie kommt man da oben hin? Ach so. Ah ja, stimmt. Das habe ich ja schon euch gezeigt da oben. Genau. Plus hier unten noch nicht. Und was gibt's hier? Zwei kleine Kinder. Wir werden mit dem Rad fahren. Jo, könnte ja. Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Ja, das ist eine schöne Idee. Macht das ruhig. Ich will euch dabei nicht lange stören. So, ja, und wir werden hier automatisch mit dem Fahrrad ausgestattet, weil es ist halt ein Fahrradweg oder ein Radweg mit sehr vielen Biker jetzt. Was willst du? Geht's auch ein bisschen freundlicher? Ich will dich eigentlich nur kurz besiegen und dann weiter nach unten mit meinem Fahrrad fahren. Ein Slimer! Ja, hab jetzt ja wieder Konfusion. Dann setze ich jetzt auch öfters ein. Smogon. Da setze ich natürlich auch wieder Konfusion ein. Sehr logisch. So. Das war der erste Biker von vielen. Wage ja nicht zu lachen. Und wenn doch? Du besitzt ein schönes Fahrrad. Her damit. Hä? Nein? Du hast schon ein Fahrrad? Oder bist du so Fahrradgeil? Ah nee. Du bist ein Glatzkopf. Oh mein Gott, sind die scheiße aus. Oh, ein Kampf-Pokémon hat der. Mahalo. Mankey? Na komm, Zielstrahl. Ich kann jetzt nicht nur Konfusion einsetzen. Ist auch ein bisschen eintönig. Und wieder mal Hollow. Zielstrahl. Jawohl. Glatzkopf ist besiegt. K.O. Mehr konntest du da jetzt nicht sagen? Wow. Lass uns spielen, Hasenfuß. Ich bin kein Hasenfuß. Jetzt hab mal ein bisschen mehr Respekt, ey. Auch wieder ein Glatzkopf, okay. Schon wieder Mankey. Okay, von mir aus. Umso leichter ist es, dich zu besiegen. Genau deswegen. Level 44 schon, ey. Wow. Mein Spezial jetzt bei SimSal ist ganz hoch, ey. Voll übertrieben. Aber gut. Du kleine Ratte. Die sind ja alle so freundlich zu mir. Ist ja unglaublich. Ich bin furchtbar gemein und, erfolgssüchtig. Dass du gemein bist, ist nicht gut, aber dass du erfolgssüchtig bist, na, ist teilweise gut, wie man es nimmt. Wow, ein Pokémon und ein Mahalo. Was Level 33 ist. Glaub mir, einmal Konfusion, dann ist dein Mahalo schon Geschichte. Genau deswegen. Und was sagst du uns jetzt? Nein, nein, nein! Wow. Hey, du hast mich angerempelt. Da habe ich eigentlich nicht. Aber naja, wenn du es meinst. Smogmog. Jo, da lohnt sich doch mal wieder eine Psychokinese. Jawohl. Rums, überrumpelt. In der Tat. So, das war jetzt der erste Teil. Ah ne, da ist noch ein Trainer. Ja sicher, ich mache dir Platz. Na, das klang aber jetzt nicht so nett. Wow, vier Pokémon. Ja, hörst du sowieso nur Slime oder Smog
Smogon haben. Ja, und Route 17 ist allerdings eine sehr große Route. Mit sehr vielen Biker-Kämpfen. Deswegen werde ich jetzt hier zum Großteil nur Simsala trainieren. Aber ich werde natürlich offscreen die anderen Pokémon-Teammitglieder auch so um 43, 44 trainieren, ne? Aber das mache ich alles offscreen. Und wieder ein Slimer. Na, okay. So, und jetzt geht's ab nach unten. Treib mich nicht in den Wahnsinn. Das tust du schon selber. Route 16, Prismania City, Fuxania, bis Fuxania City. So, und da ist jetzt hier... Okay, man sieht es zwar jetzt hier nicht so gut, aber hier ist es jetzt so steil, dass wenn ich nach oben fahre, nicht so schnell bin. Und wenn ich nach unten gucke, dann geht es natürlich etwas schneller. So, ich werde das jetzt so machen, dass ich jetzt hier erstmal die linke Seite mache. Willst du nach Fuxania City? Ja. Dann werde ich die Mitte machen und dann werde ich die rechte Seite machen. Genau. Smog Mog. Okay. Psychokinese. Aber wenn ich dann unten angekommen bin, dann werde ich mit der Speed-Taste nach oben fahren, weil sonst müsste ich wieder Fliegen einsetzen, dann Prismania City und dann erst auf Route 16 hin. Fahren und dann erst zur Route 17. Das ist ein bisschen umständlich. Deswegen werde ich gleich, wenn ich unangekommen bin, ein bisschen speeden. Wow. Voll übertrieben. Aber gut. Smog Mog. Ah komm, dann müsste eigentlich auch eine Konfusion noch ausreichen. Genau. So. Ich habe mein Bestes gegeben. Hat man aber nicht gemerkt. So, ich achte auf weitere Biker, dass ich jetzt auch alle mitnehme. Wir sind Biker, Könige des Highways. Oh Gott, jetzt stinkt es aber schön nach Eigenlob. Ein Pokémon nur. Oh, ein Psymog. Nett. Ah, da lohnt sich doch wieder eine Psychokinese. Ich bin voll auf die Nase gefallen. Ah ja. Also ich mache jetzt nichts, ne? Ich fahre automatisch nach unten. Ich muss ein wenig abnehmen. Ja, dann lohnt sich das ja, hier die Route aufwärts zu fahren. Glatzkopf. Ich glaube, die meisten Glatzköpfe, die haben Kampf-Pokémon. Keine Gift-Pokémon. Naja, ist zumindest eine kleine Abwechslung vorhanden. Aber nicht, wenn du immer nur einen Mankey hast. Da ist keine Abwechslung vorhanden. Nee, nee, nee. Oh, okay, Marshock. Das ist wieder eine nette Abwechslung. Psystrahl! Müsste eigentlich reichen. Jo, tot ist auch. Und einfach Hollow. Gut. Okay. Puh, eine gute Übung. Okay, der war zumindest am Ende nett zu uns. Du besitzt ein schickes Fahrrad. Fährt es sich gut? Ja, ich bin damit zumindest sehr zufrieden. Ah ja, das ist wieder ein Biker. Smog Mog. Oh, Psystrahl reicht eigentlich auch wieder aus. Komm.
Und wieder ein Smogmog? Nee, oh, ein Slimog. Ja, reicht aber auch vollkommen aus. Mit einem Zielstrahl. Genau. Level 46. Gut. Mist. Tja. Und... Nee, wir sind... Obwohl, Moment. Dich habe ich gerade noch rechtzeitig gesehen. Zieleine, ich bin erschöpft. Ah ja, darum willst du auch gegen mich jetzt kämpfen, ne? Logik. Wow, 5 Pokémon. Oh, und zum Großteil wahrscheinlich wieder ein Smogon. Aber naja, dann müssen wir halt alle durch. Ah ne, okay. Wenn du eine kleine Abwechslung hast, ist es gut. Ein Smogmog, okay. Wieder ein Smogon. Das war ein Volltreffer, ein bisschen überflüssig, aber macht nichts. Wieder ein Smogon. Okay. Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig jetzt bei den Routen, aber das sind auch die längsten Routen. Also ich kenne jetzt keine Route, die jetzt noch länger ist als diese hier. Und ein Smogmog. Na komm, dann nehme ich mal wieder eine Psychokinese. Und wir haben dich besiegt. Bist du nun zufrieden? Ja, bin ich. Vor allem für deine 500 Poké-Dollar. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, unangelangt. Der Radweg endet hier. Jo. So, das heißt mit anderen Worten, ich werde jetzt ein bisschen speeden und jetzt die Mitte machen. Beziehungsweise hier ist jetzt erstmal die rechte Seite. Sei ein Rebell. Nö, warum? Obwohl, nee, in der Mitte brauche ich gar nicht das machen, weil es da keine Trainer gibt, sehe ich gerade im Buch. Okay, dann brauche ich jetzt nur die rechte Seite an sich machen. Das ist auch gut. Im Raser. Psy-Strahl. Und ein Mashok. Na komm, eine Konfusion muss eigentlich auch ausreichen. Oder? Ja doch. Gut. Ah! Oh, ärgert sich da jemand? Oder ärgert sich da jemand? Schön. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Kommt drauf an, welches Pokémon du besitzt. Du besitzt ein Mashok. Ja, ist logisch, dass sich das nicht weiterentwickelt. Dafür müsstest du einen Tauschpartner haben, um Mashok zu machen, mal weiterzuentwickeln. Ist halt so. Boah, schon Level 47. Voll übertrieben, ey. Hey, was sollte das? Tja, ich hab dich jetzt nur ein bisschen geärgert. Voltoball wird dich unter Strom setzen. Oh, der erste Biker? Ja, der erste Biker, der jetzt Elektro-Pokémon hat. Wow, kommt das auch mal vor. Das ist eine gute Abwechslung. Konfusion. Und? Hast du noch eins oder hast du einen Elektroball? Ne, du hast doch einen Voltoball. Okay. Wow, ein Biker, der mal Elektro-Pokémon hatte. Cool. Schön. Gefällt mir. Du hast mich geerdet. Geerdet. Oh ja. Ich habe das Wort noch nie gehört, aber ist egal.
Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Woher willst du das wissen? Kann ja sein, dass die Kinder was Wertvolles an sich haben. Minky, mal wieder. Aber wir sind gleich durch. Grasshoff. Ich glaube, der mittlere Weg ist nur dazu da, die meisten Biker zu umgehen. Ja. Naja. Und Glatzkopf ist besiegt. Die Luft ist raus. Was willst du, Kleiner? Ich will gegen dich kämpfen. Und ich möchte gewinnen. Das werde ich auch. Oh, hallo? Okay. Oh, komm. Eine Konfusion müsste ausreichen dafür. Wäre cool, wenn du diesen Marschock hättest. Hast du auch. Cool. Gefällt mir. Psychokinese und im Arsch bist du. Jawohl. Oho. Tja. So, hier hinten sind keine mehr. Und hier bin ich wieder oben, ne? Ja. Okay, das ging ja doch an sich. Aber an sich waren das wirklich viele Kämpfe. So, ich fahre jetzt nur noch nach unten. Ja, dann haben wir jetzt Route 17 auch geschafft. Jetzt kommt Route 18. Die ist aber relativ kurz und klein. So, und jetzt kann ich hier wieder ganz normal fahren. Ja, Route 18 ist eigentlich das hier. Und da sind wir schon durch. Das Betreten des Radwegs ist Fußgängern untersagt. Jo. Der Radweg führt von hier aus den Hügel hinauf. Jupp. Ich suche nach Tangela. Tauschst du es gegen Parasek? Nö. Oh je, wenn das so ist. Tja, ist halt so. Ich weiß gar nicht, habe ich schon einen Tangela? Muss ich mal selbst mal kurz gucken. Ich glaube, nein. Nö, habe ich nicht. Von daher lohnt sich das jetzt noch nicht. Und das sind jetzt alles Vogeltrainer, glaube ich. Ich laufe überall durch hohes Gras, um Pokémon aufzuspüren. Mach das. Ja, sind wieder Vogelfänger. Dann packe ich gleich Sabo nach vorne wieder. Aber erst nach dem Kampf. Und? Ist ein letztes Nibitak? Ja, es ist gut. Na komm, nochmal ein bisschen Strahl. Gut, dann wechsle ich jetzt kurz zu Sabo. Weil ich denke mal, die anderen zwei Trainer werden wohl auch Vogelfänger sein. Also sowas. Ja, hast du nicht erwartet, ne? So, dann sortiere ich hier auch erstmal. Also Sinsel, da brauche ich erstmal nicht trainieren. So viel steht sicher. Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Sei mal nicht so unhöflich. Was kann man denn auf Route 18 einfangen? Radfahrt, Radikal, Habitak, Ibitak und Dodo. Naja. Die Pokémon habe ich schon alle. Also eigentlich nur zwei normale Pokémon und drei Flug-Pokémon, okay. Wieder ein Habitak. Okay. Ein Ibitak.
Oh, da lohnt sich mal den Donnerblitz zu benutzen. Oh yeah. Und wieder ein Habitat. Wow. Er hatte jetzt dreimal einen Habitat und einen Ibitat. Wow. Ich bin ja stolz auf dich. Verdammt. Tja. Man kann nicht alles haben im Leben. Guru, gu, wie klingt mein Vogellockruf? Grauenhaft. Ja, weil du nur ein Pokémon hast. Oh, und Dodri. Level 34, nicht schlecht. Donnerblitz. Sehr gut. Ich musste mit dir kämpfen. Ne, du wolltest ja unbedingt mit mir kämpfen. Ja, und das war Route 18 schon. Und wir sind wieder in Fuxania City. So. Okay, dann werde ich euch jetzt noch die Stadt zeigen. Und dann werde ich in der... Dann werde ich jetzt mal aufhören und werde dann in der nächsten Aufnahme euch die Safari-Zone zeigen. Und dann hier den fünften Orden, beziehungsweise die nächste Arena. Fuxania City, Pokémon Arena, Arenaleiter Koga, der giftige Ninja-Meister. Ja, also das ist schon ein guter Hinweis. Uns erwarten hier Gift-Pokémon. Eigentlich Psycho-Gift-Pokémon. Der Wärter der Safari-Zone ist sehr alt, aber er ist noch immer im Dienst. Wow, Respekt. Allerdings trägt er ein Gebiss. Ja und? Ist doch nicht so schlimm. Hast du schon Bill getroffen? Ja! Er ist mein Enkel. Oh, okay. Schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Ich bin eigentlich auch ein großer Sammler. Ist egal, was das ist. Bill sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Na, eigentlich noch nicht. Okay, hier ist das Pokémon Center, da kann ich auch nochmal schnell rein. Aber ich werde euch jetzt schon mal sagen, ich werde, wie gesagt, bei der Safari-Zone euch nur die wichtigsten Items zeigen. Werde euch die Pokémon sagen, die man da einfangen kann. Wobei ich euch jetzt schon sagen kann, es sind da auch Pokémon dabei, die relativ selten sind. So, hier unten geht's zur Route 19, aber da brauchen wir Surfer. Da geht's nämlich übers Wasser weiter. Safari-Zone Haus des Wärters. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Und rein. Alte Pokémon-Spielsachen. Oh, schön. Ah ja, das ist der Wärter. Hilfe. Ha. Luft. Hoffe. Ja, er hat sein Gebiss verloren und... Oh, scheiße, ich habe jetzt meinen PC angespuckt. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, muss ich gleich sauber machen. Ja, und die... Und das Gebiss... Biss ist irgendwo in der Safari-Zone versteckt, als Item, und das brauchen wir, um ihm das Gebiss wieder zu geben, und dafür bekommen wir von ihm auch eine VM. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Anglersport. Angelst du auch gerne? Ja. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und gehe angeln. Und wir erhalten die Profi-Angel. Das ist, glaube ich, die beste Angel, die wir bekommen können. Mal gucken, welche Pokémon man hier fangen kann. Wenn man hier überhaupt welche fangen kann. Ja doch, okay. Und was für ein Pokémon? Bitte jetzt kein Kabador. Nee, oh, ein Goldini. Schön. Ernsthaft, Level 10. Okay, macht nichts. Aber das Pokémon habe ich ja noch nicht. Deswegen fange ich jetzt mir auch an.
und werde es dann bis zur Entwicklungsstufe dann auch noch trainieren. Goldeni. Zur Paarungszeit strömen ganze Schwärme dieses Pokémon in die Seen und Flüsse, um Eier zu legen. Ja, ist ganz normal. Okay. Danke. Ich glaube, hier kann man noch mehr einfangen, aber das reicht erstmal. Okay. Da geht, also auf der rechten Seite hier geht's wieder zur Route 15. Das wollen wir ja jetzt erstmal nicht. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Die Pokémon-Safari ist ideal, um Pokémon zu fangen. Jo, da sagst du was. Fuchsania City, die Stadt der rosaroten Träume. Dementsprechend ist auch hier die Farbe so. Erik. Oh, er hat einen besonderen Namen. Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Fleckmon. Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Jo. Okay. Oh, Chanera. Ja, Chanera kann man auch in der Safari-Zone schon fangen, aber sehr selten. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Oh ja. Und so sieht es aus. Ich gehe jetzt mal die rechte Seite komplett ab. Okay, das war's schon. Okay. Und da ist schon an sich die Safari-Zone, aber die werde ich euch erst in der nächsten Aufnahme zeigen. Dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon. Ja. Entweder ein Voltoball oder ein Elektroball. Ja, Voltoball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. In der Tat. In der Tat. Obwohl, nee, jetzt gehe ich erstmal zur linken Seite. Das ist schon die Safari-Zone, ne? Ja, Pokémon Safari, genau. Da möchte ich jetzt noch nicht hin. Oh, ein Kangama. Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt. So ähnlich wie ein Känguru. Kangama. Na gut, dass man dieses Pokémon auch in der Safari-Zone bekommt. Was bist du denn? Oh, ein Kabuto. Ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Stimmt. Ja, ich weiß, ich habe hier auch noch hier mein Fossil, aber das können wir erst in der 7. Stadt loswerden. Im Pokémon-Labor. So. Was sagt ihr? Du hast einen Wimpel aus der Safari-Zone? Kein Programmheft oder einen Kalender? Nein. Hast du schon einmal X-Tempo ausprobiert? Nö. Brauche ich nicht und will ich auch nicht. Dein Pokémon wird dadurch im Kampf schneller. Ja, schön, aber brauche ich nicht. Was kann man denn hier kaufen? Oh, Hyperheiler. Sehr schön. Na, dann benutze ich oder kaufe mir doch mal direkt ungefähr 20 erstmal. Hyperheiler heilt jeden. Na, sehr schnell. Jeden Statuswert. Also negativen Statuswert. Vergiftung, Paralyse und alles andere auch noch. Was auch immer. Ne, ich habe hier überhaupt gar nichts zu verkaufen. Sehe ich gerade. Ne, aber ich wollte die Angeln ja im Pokémon Center gleich ablegen. Das werde ich auch gleich tun. Ein Lapras! Oh, die könnte mehrere. Oh. Oder wie Jasmin sagen würde, Lulu. Oh, schön. Okay, ja, das war an sich jetzt Fuchsania City, mein Lieben. Jetzt habe ich euch die Stadt komplett gezeigt. Okay, außer jetzt nur die Safari-Zone und die Pokémon-Arena nicht. Aber die werde ich euch ja auch erst in der nächsten Aufnahme zeigen. Na, scheiße, ich muss andersrum. Ja, dann werde ich jetzt noch die Angel und die Superangel auf meinem PC draufpacken und höre dann vor dem Pokémon Center erstmal auf für heute. Ja. Und dann werde ich morgen direkt weitermachen.
So, erstmal noch kurz heilen. Sicher ist sicher. Und dann kommt morgen die Safari-Zone dran. Oh, das wird eine ekelhafte Arbeit werden für mich morgen. Ach, was war das denn jetzt? Das war ein Fail. Ich würde da noch die Angeln auf meinem PC draufpacken. Was mache ich denn für Sachen hier? So, genau. Ablegen. Und zwar einmal die normale Angel. Obwohl, den Detektor, den benutze ich ja auch nicht so oft. Nein, 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 nein. Nicht die Sonderbonbons. Bist du lebensmüde? Die brauche ich dann auch. Und die Superangel. So. Ja, das war's erstmal. Gut. Okay, mein Lieben. Dann melde ich mich jetzt erstmal ab. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Aufnahme. Also, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Ciao!